Dann haben wir noch ein schönes Ziel gesehen für die Zuspieler. Also ein großes Metallgestänge mit einem Fangnetz im Grunde drin. Genau, das ist eigentlich in Eigeninitiative und durch unsere vielen Eltern entstanden. Wir haben einen Netzkorb gebaut, um einfach ein Ziel zu finden, wo die Kinder, die Mädchen mit den auch unsere Erwachsenen passgenau reinspielen können. Mhm. Das kann man im Training halt jederzeit wieder nutzen. Das ist höhenverstellbar. Mhm. Hat unten zwei Räder zum Verschieben, zum Schnellverschieben. Ja. Ist eigentlich ein sehr praktisches. Gibt es auch im Fachhandel, können wir so sagen, sind relativ teuer, weil die nicht so häufig verkauft werden. Das ist der Nachteil einer Geschichte. Ja. Und du brauchst im Grunde jemanden, der Rohr biegen kann und schweißen kann. Ja, mehr haben wir nicht gebraucht. Ja, ne? Und dann kann man sich das prima selber bauen. Ist eine ganz tolle Sache. Und du hast aber auch eine Lösung für die Problematik, wenn du so diese Hilfe nicht hast. Ne? Du hast, das sehen wir auch gerade im Hintergrund in der Übung. Ja, also wir können auch mit Spielerinnen arbeiten, die halt auf diesen Positionen fixiert werden. Das kann man rundauf machen, das kann man nach ein paar Bällen dann variieren. Da hat man auch Möglichkeiten. Genau, richtig. Ne? Die ersetzen dann dieses Ziel, indem sie den Ball da an der Stelle fangen sollen. Im Idealfall, ohne sich vorher bewegen zu müssen. Genau. Darfst ruhig fangen danach. Auf geht's. Auf geht's. Gut. Höher ausspielen. So.